Besondere an dem SL ist sicherlich das Design. Das Design ist völlig neu konstruiert worden. An der Seite befinden sich Spiegelflächen an dem Geräteträger. Das hat sicherlich einen gewissen Charme. Zum Zweiten ist die Art der Montage sicherlich einzigartig. Das heißt, der Geräteträger kann ohne mit der Wand verschraubt zu werden, montiert werden. Das heißt, späteres Versetzen des Geräteträgers ist ohne Beschädigung der Wand möglich. Wir arbeiten nach der neuen Herstellernorm, der EN50085. Diese fordert einen 1 cm Abstand vom Boden bis zur ersten Leitung. Und das ist sicherlich im Falle, wenn Wasser zum Beispiel in die Wohnung einfließen sollte, durch Unfälle oder wie auch immer, dann ist auch eine gewisse Sicherheit hier gegeben. Wir haben das Sockelleistensystem SL verbessert. Wir haben den Geräteträger optimiert, sodass jeder Installateur zukünftig sehr, sehr leicht installieren kann. Dazu nimmt er einen Schraubendreher in die Hand, öffnet den Geräteträger ganz einfach, nimmt das Geräteträgerunterteil, rastet es auf dem Kanal fest. Hier kann es verschoben werden. Wenn die Endposition gefunden ist, wird diese Schraube mit einem Schraubendreher um 90 Grad gedreht und fixiert. Ein Befestigen des Geräteträgers an der Wand ist nicht notwendig. Zum Anschließen der Leitungen kann der Geräteträger nach oben geklappt werden und anhand dieser drei Vierfach-Vago-Klemmen angeschlossen werden. Nachdem dies geschehen ist, kann er den Träger wieder verriegeln. Die Oberteile können bis ganz an das Gerät drangeschoben werden. Dann kommt die Geräteträgerhaube, wird einfach verrastet und am Ende wird die Schürze angesetzt. Somit sind die seitlichen Schnitte kaschiert und man hat ein optisch sauberes Bild. Wir bieten die in Standardfarben an, das heißt bei uns rein weiß, in Anthrazit und in Aluminiumfarben. Und die Kanalsysteme gibt es auch in Dekoren. Der Universalgeräteträger eignet sich erstens, um Standardschalterprogramme installieren zu können. Es gibt ja immer noch diese Fälle, der Kunde möchte halt eben sein Schalterprogramm, das an der Wand sich schon befindet, auch im Sockelleistenkanal zum Beispiel wieder finden. Und deshalb gibt es die Möglichkeit, solche Programme zu installieren. Beim Tragsteggerät ist es etwas anders. Hier hat der Kunde meistens ein spezielles Gerät vor Augen, das er gerne einbauen möchte. Diese Lösung kann er damit umsetzen. Das ist die werkzeuglose Montage. Das ist die Verschiebbarkeit des Geräteträgers auf dem Kanal. Eine spätere Ummontage ist problemlos möglich, ohne dass die Wand beschädigt ist. Das Öffnen und Schließen des Geräteträgers ist im Fall der Montage ganz einfach mit einem Schraubendreher möglich. Der Anschluss selbst ist bequem möglich, mit Vago-Klemmen ausgestattet. Also für den Installateur eine ganze Menge Vorteile.